Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, herzlich willkommen zum zweiten Duell unserer Pre-Release-Decks zu Blutroter Bund mit dem Julian. Hi. Und mir der Jenna. Wir haben uns beide Decks gebaut, mit denen duellieren wir uns jetzt. Und zwar, ja, indem wir anfangen mit Würfeln, würde ich sagen. Ne? Genau, wir würfeln erstmal, wer anfängt. 40 okay. Kartendecks, let's go. 16, ne? Guter Start. Ich hab gehört, wir würfeln tief, ne? Nein, wir würfeln hoch. Ja, dann möchte ich anfangen. Gut, ich heb noch an. Also im ersten Duell habe ich schon mal mein Vater hart fertig gemacht, 13-0 besiegt. Ist ganz wichtig, dass er das erwähnt. Das muss nochmal gesagt sein, mal gucken, wie es jetzt hier gegen Jenna läuft. Möchtest du anfangen? Natürlich möchte ich anfangen. Dann bin ich mal gespannt. Es wurden ja mehr Punkte sogar auf dich gesetzt, mehr Kanalpunkte. Mal sehen, mal sehen. Ich... Ja, komm. Ja, einfach heilen. Cool. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mhm. Dann hättest du gerade einfach halten müssen, weißt du? Ich weiß nicht, wie deine Hand aussah, aber du hättest es einfach halten müssen. Nee, aber das halte ich. Ja, du wolltest anfangen, ne? Ja. Nee, warte, ich fange an. Ja, ich fange. Warte. Stimmt. Ich schon den ganzen Tag vergessen hier. Okay. Ja, bist du bereit? Hm? Gut, dann spiele ich die sich entfaltende Wildnis. Tappen auf, weil die sich entfaltende Wildnis. Ich suche deine Bibliothek nach einer Schottland-Karte, bring sie getappt und spiel mal schön danach. Ne? Dann kann ich schon mal abgeben. Mach das dann mal. Okay. Ja, perfekt. Bei mir kommt für eins ein... Ist das, was ich brauche? Unheiliger Offiziant, 1, 2 Wachsamkeit und für 5 Mana, die ich eine plus 1 1 Mark auf ihn. Dann gebe ich ab. Möchtest du abheben? Nee. Okay. Dann ziehe ich. Spiele einen Wald. Und dann spiele ich mal für 1 Mana. Die verbergenden Vorhänge. 0,4 Verteidiger und für 3 Mana kann ich die Vorhänge transformieren. Aber nur für eine Hexerei. Und dann sind sie das aufgedeckte Auge, 3-4 mit Bedrohlichkeit. Und wenn das aufgedeckte Auge die Kreatur zum aufgedeckten Auge transformiert, zeigt ein Gegner deiner Wahl die Karte auf seiner Hand offen vor. Du kannst davon eine Nicht-Landkarte bestimmen. Falls du dies tust, wirft jener Spieler die bestimmte Karte ab und zieht dann eine Karte. So, da musst du dran. Was ist? Was hast du? Ein Springelwächterlehrling. 1-2 mit Training sagt immer, wenn diese Kreatur zusammen mit einer stärkeren Kreatur angreift, lege ein +1/+1 Mark auf diese Kreatur. Und sie sagt, wenn sie stirbt, lege ich ihre Marken auf eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Mhm. Ja. Dann gebe ich ab. Top, ich ziehe eine Karte. Mhm. Spiel noch einen Wald. Mhm. Und spiele dann. Nee, ich glaube, ich transformiere den einfach mal direkt. Das aufgedeckte Auge. Bedrohlich, dann zeig mal deine Hand. Oh, das ist, glaube ich, was richtig peinliches. Ich lege das jetzt mal aus für uns alle. So, wir haben die sich entfaltende Wildnis. Mhm. Kann man aufhören für ein Land. Dann haben wir ein. Dann haben wir. Warte. Dann haben wir ein Gebirge. Na? Dann haben wir eine Ebene. Wisst ihr, was besser ist als eine Ebene? Eine zweite Ebene. Ich ziehe die ganze Zeit nur Länder nach. Das ist eine geile Hand, Jenna. Danke, danke, danke. Weißt du? Freut mich, dass du auch so denkst. Ich kann auch von einer Nicht-Landkarte bestimmen. Dann nimm die Karte mal wieder auf in die Hand. Ich wünsche dir viel Glück damit. Dankeschön. Ziehst keine Karte. Dankeschön. Ja, die nächste Karte ist vermutlich auch wieder ein Land, so, greif dich an. Kannst du mich jetzt schon angreifen? Ja, natürlich. Die Kreatur ist ja schon die ganze Zeit im Spiel. Los, du dran. So, ein Gebirge. Und für 3 spiele ich Sigardas Gefangenschaft. Oha, topdeckt Kreatur. Sie einfach. Die Kreatur kann nicht angreifen oder blocken. Und für 5 Mana schicke ich sie. Kannst du sie in 6 Tier schicken? Genau. Nee, die bleibt schön getappt, ja, hier, ne? Aber und dann greife ich dich für 2 an. Bin ich dran? Ja. Ja, jetzt sind Tabs so. Boah, wenn du wüsstest, was ich auf meiner Hand habe, ne? Aha, du bist so witzig, da. Du hast alles zerstört. Jetzt spiele ich Rutstein, den alten.
1-4. Wenn ein Spiel kommt oder zu Beginn meines Saison-Segments, mille ich eine Karte. Falls ich auf diese Weise eine Länderkarte mille, erzeuge ich einen Schatzspielstein. Falls ich auf diese Weise eine Kreaturenkarte gemillt habe, erzeuge ich einen 1-1 grünen Insekt-Kreaturenspielstein. Und falls ich auf diese Weise eine Karte mille, die weder eine Kreatur noch ein Land ist, erzeuge ich einen Blutspielstein. Mill ich. Das ist eine Kreatur, erzeuge ich eine 1-1 Insekt. Oh, und der nächste Blocker. Da bist du dran. Schon zu stark, ne? Und was soll ich jetzt mit meinen Ländern machen? Spiele ich jetzt entweder die Ebene oder das, die sich im Fall der Wildnis. Was tue ich? Warte mal. Was suche ich mir jetzt raus? Ich glaube noch eine Ebene. Ich habe ja nur zwei auf der Hand. Hör auf. Die Länder aus Blutbund werden wir auch wieder verkaufen, ja. Ja, dann zeig mal, was du jetzt gerade gezogen hast. Oder hast du ein Land gezogen? Ich möchte mich nicht dazu äußern. Okay. Meinungsfreiheit. Alles gut. Du bringst dir selbst Glück. dann gebe ich ab. Okay, dann will ich mal. Das ist eine Kreatur, jetzt habe ich noch ein Insekt. Willst du nicht noch 40 Karten mehr millen? Ist ja eine Karte. Und ich spiele ein Gebirge. Ah, davon hätte ich dir auch eins abgeben können. Echt? Nimm mich. Ich spiele nämlich jetzt, das ist auch eine super Karte, nämlich die Heulrudel-Flötenspielerin. Da kommt die nächste Rare. Die dritte Rare von drei Karten. 2-2. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Und für ein farbloses und ein grünes Tam. Du kannst eine Kreaturenkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Falls es ein Wolf oder Wölfe ist, enttappe die Heulrudel-Flötenspielerin. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Auf Nacht sagt sie dann Wildnisheulerin 4-4 und immer wenn diese Kreatur ins Spiel kommt oder in die Wildnisheulerin transformiert, schau dir, du brauchst 6 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Kreaturenkarte auf dem Vorzeigen auf die Hand nehmen. Lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Es ist Tag. Okay. Stark oder schwach? Warum sind doch nur 3 Rares, Jenna? Was ist denn eigentlich dein Problem? Sind irgendwie alle Rares, die du gezogen hast, nur reingepackt? 2 nicht. Einmal die blaue Krankenkreatur, die total beliebt ist. Und noch so eine andere Karte, die mehrere Karten zieht. Und blau. 2 blaue Rares. Oh nein. So ein Scheiß. Nein, das sind beide 1-2. Ja, das gebe ich ab. Juhu. Oh mein Gott, eine Ebene. Sie hat noch eine Ebene auf der Hand. Was hat sie noch? Wahrscheinlich hat sie noch ein Land auf der Hand, weil sie gerade nichts gespielt hat. Was hat sie noch auf der Hand? Eine Karte. Sie liest sich den Text durch. Heißt also kein Land. 2 Länder, eine Handkarte. Sonst noch. Sie spielt diese ein. Nein, sie legt nicht. Oh mein Gott, so mächtig. Ja, danke. Ja, okay. Oh Mist. Ja. Ich gebe ab. Ja, zu also stark. Ich hab nicht zu wenig Länder, ich habe ein bisschen zu viele Länder. So, warte, was passiert jetzt zuerst? Mill ich erst? Wir sind im nächsten Zug. Also ich komme in meinen Zug, es wird Nacht. Dann passiert, glaube ich, erst, dass die 6 Karten angucken. Bevor ich dann diese Karte mille, ne? Du kannst auch die 6 Karten millen. Wieso sollte ich 6 Karten millen? Mach doch nicht. Nein, ich guck mir jetzt. Ne, Leute, ich kann mir jetzt erstmal die 6 Karten angucken, oder? Keine Reaktion. 2, 3, 4, 5, 6. Ich. Ja, okay, gut, ich tue es einfach. So, dann zeig mal, was ich hier so für schöne. Da habe ich sehr schöne Kreaturen. Dann nehme ich hier mal den. Nochmal einen Rare, ne? Ne. Aber ich nehme den Fanghaken Seemann. Der ist 4-4 Tag aktiv. Auf der Rückseite ist er dann 6-4 Nacht aktiv und kann von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. So, die kommen dann unter meine Bibliothek. Und dann will ich eine Karte. Das ist eine Kreatur. Heißt also, ich erzeuge noch ein Insekt. Hier sind jetzt einfach 2 drauf. Dann ziehe ich eine Karte. Dann spiele ich ein Gebirge.
Und dann spiel ich für 4 Mana mal den Fanghaken-Seemann. Der dann Fanghaken-Plünderer ist. 6-4. Kann von Kreatur mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Nachtaktiv. Ne? Ja. Kommentar? Dann greif dich mal für 4 an. Lass ich durch. Okay, dann bist du dran. Moment, der hat irgendwie so einen 8-Mana-Spell auf der Hand oder sowas. Der sich dann aber alles, der kommt nicht komplett. Das wäre schön, ne? Das wär richtig schön. 6 Mana hast du schon. Was hast du gerade gespielt? Ebene? Ein Gebirge. Ein Gebirge? Heißt also, sie hat noch eine Ebene auf der Hand. Ich merk's mir. Du bist so schlau. Gott, ich bin einfach so gut. Aber die anderen Länder hat sie schon gespielt. Aber sie hat vielleicht noch Länder noch gezogen. Für 3 spiele ich erstmal Wolfshieb. Spontanzauber, eine Kriatur in deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +2/+0 bis zum Ende des Zuges, falls es Nacht ist. Es ist Nacht. Dann fügt sie einer Kriatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Dann fügt mein Offiziant deinem 4-4er mal 4 Schaden zu. Fies. Boing. Junge, einfach der bessere Spieler. Wer, du? Du. Ja. Ja, klar. What do you do? Und dann spiele ich noch die Hochzeitsankündigung. Verzauberung zu Beginn meines Endsegments lege ich eine Einladungsmarke auf die Hochzeitsankündigung. Falls ich in diesem Zug mit 2 oder mehr Kreaturen angegriffen habe, ziehe ich eine Karte. Andernfalls erzeuge ich einen 1-1 weißen Mensch-Kreaturspielstein. Falls dann 3 oder mehr Einladungsmarken auf der Hochzeitsankündigung liegen, transformiere ich sie. Und auf der Rückseite sagst du dann Kreaturen, die ich kontrolliere, erhalten +1/+1. Da hat sie jetzt noch eine Ebene auf der Hand. Und dann gehe ich in mein Endsegment. Ich habe nicht angegriffen, das heißt, es geht eine Marke hier drauf und ich bekomme ein 1-1 Menschen. Kann ich schon mal machen? Ja. Yes. Okay, dann gehe ich in meinen Zug. Es wird Tag. Ja. Ich melde eine Karte. Ich weiß zwar nicht, was die macht, aber. Ja. Das sind die Olivias Dienerinnen. Dann ziehe ich meine Karte. Schwächengebirge. Dann spiele ich mal für 3 Mal die ängstlichen Dorfbewohner, 2-3 bedrohlich tagaktiv, sonst sind sie 4-3 mit bedrohlich nachtaktiv. Und noch der hungrige Kammwolf, 2-2. Und solange ich einen anderen Wolf oder Werwolf kontrolliere, erhält er +1/+0 unter Vorsicht, trampe schon. Was ich ja tue. Ne? Ja. Ne. Cool. Dann greife ich dich mal an hiermit. Ja. Wie viele Mal müssen da noch sein? 3 oder so, ne? Das ist alles zerstört schon. Sorry. Das ist gemein. Ich greife einfach mit allen an. Warum? Weil du sonst bloß 2 geben kannst und Trampelschaden. Ich kenne die Karte. Da ist eine Schnecke drauf. Shit. Nein, alles gut. Aha. Okay. Natürlich. Alles gut. Was möchtest du denn jetzt tun? Julien. Ja, muss ich entscheiden. Ja. Ich gehe einfach davon aus, dass du die hast. Und das. Na, ich block einfach so oder so. Also mein Mensch blockt deinen Seemann. Mein 1-2er. Bock mein 1-4er. Hm? Ja, okay. Kriegst du noch 3 Schaden. Und dein 1-1 Mensch stirbt. Ich vertraue dir sowas von nicht. Dann bist du dran.
gehen. Ja, schön. Okay. Ja, die Hochzeitsankündigung ist echt cool. Jetzt hast du sogar noch ein Foil. Guck mal, Jana, ich bin echt von dir enttäuscht, weißt du? Ich habe hier 1, 2 Rares liegen und 2 in meinem Friedhof. Es sind nur 4. Ich versuche hier gerade nur irgendwie zu überleben, also psch, ne? Du hast mir 2 super Rares weggemacht. Ne, warte mal, die eine habe ich mir selbst weggemacht. Ja, die Ebene. Tada! Sie hat noch eine Karte auf der Hand. Aber sie macht ihr mal was anderes. Vielleicht nur um zu zählen, wie oft sie pumpen kann. Das ist natürlich auch noch. Aber es ist nur einmal. Das ist eine Enttäuschung. So. Wenn ich nichts spiele, wird es Nacht, ne? Jo. Dann. Da gibt sie ihrer Kreatur +2/+2. Sheesh. Damit es nicht Nacht wird. Nein. Ich spiele Flammengeweihter Bolzen. Oh. Spontanzauber fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker dabei 2 Schadenspunkte zu. Falls die Kreatur bzw. der Planeswalker in diesem Zug sterben würde, schicke ich sie bzw. ihn stattdessen ins Exil und das geht auf deinen Wolf. Du möchtest meinem Wolf, der 3-2 ist, Schaden schießen? Nee, das lasse ich nicht tun. Mache ich hier mal so ein gewaltiger. Die Schnecke. Die gewaltige die Macht drauf. Die Schnecke. +2/+2. Und und Tramscham ist mein Zug. Ich wusste, dass du die Schnecke hast. Ja. Ich wusste, dass du die Schnecke hast. Ich hab die Schnecke. Ja. Du Schnecke. Ich hab noch eine Marke drauf. Bin ich dran? Ich hab mal ein Segment. Krieg ich einen Menschen. Ich bin dran, ne? Ja. Dann enttappe ich. Mille eine Karte. Es bleibt Tag, ja. Ist nichts. Kannst du dich mal von mehr beiden heißt also, ich krieg einen Blutspielstein. 6. Uwe, kriegst du einen. Achso. Okay. Mhm. Ich ziehe eine Karte. Ich versuche gerade irgendwo zu überleben. Ich habe Angst, dass ich es nicht hinkriege. Was? Was? Mein Gott. Easy. Ja. Julian, hör mal auf damit. Ja, die greif mal. Ich weiß halt nicht, ob du noch einen Pumpspell auf deiner Hand hast. Hallo. Hi. Und die beiden blocken jeweils einen Insekt. Okay. Dann stirbt da der eine Mensch. Sterben 2 Insektkreaturen bestanden. 2 Schaden. Ja? Ja. Second Main. Er hat einen Schaden bekommen, ne? Mhm. Hast du das? Er hat noch 3 hinten? Mhm. Er hat noch 3 hinten. Boah, bitte lass dich nur 2 Schaden schießen können, Julian. Nein, alles gut. Ja, dann, gib ich ja. Was für noch? Hättest du nicht irgendwas spielen können? Dill. Nee. Mm. Das ist alles Bio, Mann. Ich spiele die Basilika, obwohl die kommt direkt transformiert rein, ne? Wenn es noch das, ja. Dann spiele ich die Ballista-Schütze 5-5 und sagt für 3 Mana fügt sie einem Ziel meiner Wahl einen Schadenspunkt zu. Eine Kreatur, der auf dieser Weise Schaden zugefügt wurde, kann in diesem Zug nicht blocken. Jo. Dann gehe ich in mein Endsegment. Ich habe nicht angegriffen. Es geht eine Marke hier drauf. Ich bekomme einen Menschen und dann transformiert sich das Ding jetzt, ne? Jo. Okay. Boah, ein 2-2 ja, okay. Bin ich dran? Okay, ja, ja. Wieso laufe ich bei dir eigentlich immer gegen Werwölfe? Ich mir eine Karte.
Er hat sogar einen Shot. Ziehe eine Karte. Ich hab Angst. Für einen Mana spiele ich mal den aufsteigenden Rudelführer. Und 2-1. Wenn er kommt mit einer 1-1 Marke im Spiel, falls ich eine bleibende Karte im Mana-Betrag von 4 oder mehr kontrolliere. Das ist hier der Plünderer. Immer wenn ich einen Zauberspruch mit Mana-Betrag von 4 oder mehr wirke, lege ich eine 1-1 Marke auf ihn. Cool. Das ist Johnny. Sag hallo zu Johnny. Hi, Johnny. Johnny mag Katzen. Als Freunde? Als oder? Futter. So, der ist 6-6, ne? Mhm. Der ist 2-2. 2-3. 4-5. Schisch. 4-5 einfach schon. Der war mal 1-2. Schisch. Ich habe so viele Länder, ich konnte den hochpumpen. Kann er richtig stark machen hier. Ja. Dann würde ich mal sagen, greife ich an mit dem 6-4er, dem 4-3er, dem 3-2er. Mit dem greife ich an. Ich hab Angst vor dir. Es ist alles okay. Lass es zu, lass es durch. Du hast noch 8 Lebenspunkte. Nee, die beiden blocken den. Die beiden blocken den. So wirklich. Die können den nicht blocken. Der kann von Kreatur mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Hab ich vergessen. Damn. Er ist einfach der bessere Typ. Muss ich ihn jetzt wirklich mit dem 5-5er blocken? Der 6-6. Ja. Wieso? Blockt sie so. Ich habe so Angst, dass du irgendwas auf deiner Hand hast, ne? Weil dann sterben hier beide. Mhm. Hier sterben auch beide. Mhm. Hier trampelt noch 2 Schaden rüber. Der trampelt schon. Der. Dann trampelt ein Schaden. Achso, stimmt. Plus 1 plus 1, nicht plus 1 plus 9. Sorry. Und hier. Du kannst den töten. Den nicht. Danke für den Follow. Danke. Jenna. So, warte mal. Ich kann 4 Schaden machen. Der hat 5 hinten. Der hat 3 hinten. Ja, muss ich das jetzt wirklich so machen? Anscheinend. Ja, Jenna, muss ich wohl anscheinend ihm 4 Schadenspunkte machen. Stirbt er. Und dann noch für ein schwarzes ein Gebirge und noch ein schwarzes den parasitären Griff hinterher spielen. Fügt einer Kreatur 3 Schadenspunkte zu und ich halt 3 Lebenspunkte. Oder kann ich das eigentlich auch so machen? Nee, für der. Nicht klar. Ja. Das ist ja stirbt. Ich glaub, du nimmst mir einfach alles weg. Ja. Ja. Hast du es verdient? Ja. Nein. Gut, dann bist du dran. Was wird dran? Ja, ich. Stirb, nein. Oha. Das bringt mir nichts. Den hab ich einen Blocker, aber. Komm, tu was. Ich spiele, den. Vor dem Schaden? Hätte das was geändert?
Also ich hätte ja trotzdem nur eine... Dann hättest du den Schaden aber anders verteilen können. Ja, aber ich hätte ja trotzdem nur einen getötet von den beiden. Bei deiner... Nee. Doch. Ja, doch. Ja, der eine hätte dann mit einem Lebenspunkt noch überlebt, weil er drei Händen hatte. Ja. Der andere fünf. Und ich konnte insgesamt damit 7 Damage machen. Ja. Okay. Ich spiele den Retter von Eulen. Dann hätte er den Werwolf überlebt. Okay, das stimmt. Nee, hätte er gar nicht. Ja. Süß hätte ich? Nee, hätte er... Nee, hätte er nicht. Okay. Hast du's? Oha! Ja. Also, ich spiele den Retter von Oldenburg. 1-2 mit Training. Sagt immer, wenn er trainiert, schicke ich bis zu einer anderen Kreatur meiner Wahl aus dem Spiel oder aus einem Friedhof ins Exil. Und wenn er das Spiel verlässt, bringe ich die von ihm ins Exil geschickten Karten unter der Kontrolle ihrer Besitzer ins Spiel zurück. Das ist einer der besten Mythics. Schieß, schieß. Hat sie geöffnet? Finde ich. Persönlich. Jo. Jo. Digga, Bruder, dann gebe ich ab. Ende deines Zuges, Mann, bezahle ich ein Mana, Toppe, wirf eine Karte ab, das ist ein Sumpf, und opfer den Blutspeicher, um eine Karte zu ziehen. Tschüss. Dann gehe ich in meinen Zug. Ja. Meld dich tot. Meld dich tot. Das ist erstmal Karten melden, dann zeige ich einen Blutspeicher. Und dann ziehe ich eine Karte. Tot. Wie viele Karten sind noch in deiner Bibliothek? Ach ja, noch ein paar. Jetzt mal bitte durch. Jo, alles gut. Nein, nein, komm. Digga, alles gut. Würde ich jetzt aber hier gleich Karten zahlen. Ich werfe hier nochmal. Blau. Ich gebe ja. Zieh eine Karte. Na, sag mal, wie viele Karten sind noch in deinem Bibliothek? Ja, noch genug. Chill. Oh, das klingt ziemlich. Oh, das klingt ziemlich verlockend. 1, 2. Julian. Ich spiele den. Aufstand in Stenzen. Zu Beginn des Endsegments erzeugst du einen 1-1 roten Mensch-Kreaturenspielstein. Falls du dann genau 13 bleibende Karten kontrollierst, kannst du den Aufstand in Stenzen opfern. Wenn du dies tust, fügt er einem Ziel deiner Wahl 7 Schadenspunkte zu. Dann spiele ich noch ein Land, was ich nicht gespielt habe. Habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann gehe ich in mein Endsegment. 13. Ich habe sie nicht. Stimmt, die ist noch im Spiel. Verdammt. Das ist unlucky. Was macht der denn Menschen? Gehst du in dein Endsegment? Gehst du in dein Endsegment? Nö. Warte mal, dann muss ich das anders machen. Dann, ist natürlich... Ja, es war so klar. Das nimmst du ganz sicher nicht mehr auf die Hand hier. Ups. Nein, alles gut. Ja, dann greife ich mal so ganz nett mit meinem Wolf an. Wenn ich den jetzt packe, bin ich tot. Muss ihn durchlassen anscheinend. Ja, lass ihn durch. Ja, dann lass ihn durch. Dann gehe ich in mal ein Segment und erzeug einen Menschen. Okay, dann nicht? Jo. Yu-Gi-Oh! Wird immer samstags gespielt. Dann kommen wir direkt. Zwei Leute, die direkt antworten. Perfekt. Ja, Leute, kann passieren, ne? Ich spiele nochmal einen. Verstoßen in der Wolfsippe. 5-4 kostet beim Wirken 2 weniger, falls ich einen Wolf oder Werwolf kontrolliere. Oh. Tue ich nicht. Tagaktiv auf der Rückseite. Ist der 6-5 und sagt, immer wenn er oder ein anderer Wolf oder Werwolf, den ich kontrolliere, stirbt, ziehe ich eine Karte. Was tust du? Das ist schön, sie ist so eingeengt. Sie kann nicht angreifen, weil dann Kreaturen sterben und ich dann genug bleibende Karten habe. Ja. Und sie darf auch nicht blocken. Das ist einfach so. Ich gebe ab. Ha! Sie ist einfach so richtig unter Druck gesetzt. So, erst mal. Oh, du kriegst einen Token. was willst du eigentlich? Ich gehe voll drauf, aber nice. Du weißt ja gar nicht, was der gemacht hätte. Der wäre 5-5 gewesen, hätte Kreatur plus 1 plus 0 gegeben. Wäre der Token? Nein, das Kind. Der ist aber nicht 5-5. Ja, auf der Rückseite. Ach so. Nachtaktiv.
Sonst hätte der einen 2-2 Wolf gemacht. Und dann 2-5 gewesen. Das hätte ich auch machen können. Jeden Zug. Oh, wow. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bitte, lass mich leben. Bitte. 15. Okay. Das kann man rechnen, du willst keiner Kopf. Davon kann ich angreifen. Da habe ich 1, 2, 3, 5 Kreaturen, die angreifen können. Viel Spaß beim Überlegen. Ah, jetzt kann man so schön entspannen, dass man auch Gummibärchen essen, ne? Nochmal abschmatzen, während Jenna rechnet. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blocks so. Okay, sterben hier meine. Ne? Mhm. Gib bei dir noch was drauf, ne? Ne. Ja. Ist auf 1. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Ja. Alles gut, Jan. Alles gut. Du lebst noch. Dankeschön. Dann mach ich aber, glaube ich, einfach noch. Für 2 Mana spiele ich einfach noch den ratlosen Blutsucher 1-3 zu Beginn meines Endsegments. Und falls ich in diesem Zug Lebenspunkte dazu erhalten habe, erzeuge ich einen Blutspielstein. Und dann kann für 2 Blutsteine aufwand, kann ich ihn transformieren. Dann ist halt 3-3 und hat noch einen anderen Effekt. Und dann gehe ich in mein Endsegment als auch noch Menschen und dann bist du dran. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreaturen und muss jetzt 2 Kreaturen. 3 Kreaturen spielen. 3 Kreaturen. Dann überlebst du. Komm, ich gebe auf. Wir können in die nächste Runde gehen. Oh mein Gott, er macht einen auf Papa. Alles gut. Ey, dass ich das übersehen habe, ne? Boah. Nur weil ich dieses Land noch gespielt habe. Aber sonst, hätte ich dich früher getötet, aber so ist auch okay. Ich war auf 21 Lebenspunkten, du hast mir nicht mal Damage gemacht. Ich habe dir Damage gemacht. Stimmt, du hast mir 2 Damage gemacht, aber ich habe mir 3 Lebenspunkte gemacht. Ja. Ich sag dir, diese Insektentoken, ne, vom, diesen Typen, die haben einfach gecarried. Die haben einfach hart gecarried. Obwohl, also, mal ist er gut, aber er kann auch richtig scheiße sein, weil er dir dann einfach deine super Karten wegnimmt. Und denkst du so, ich hätte die Karte jetzt gebraucht. Die hätte meine Kreatur gepumpt. So. Oder, oh, die hätte alle Kreaturen gepumpt. Hm? Oh Gott, ey. Warte mal kurz. Den muss ich noch umdrehen, den muss ich auch noch umdrehen. Die muss ich auch noch umdrehen. Du hast nicht mal alle Reds gesehen. Noob. Sag mal her. Ey, sag mal, guck dir sich einfach mein Deck an. Achso, jetzt bin ich ja schon dabei. Ey, ich hätte mir auch einfach die Deckvorstellung angucken können. Oh. Regelverstoß, Disqualifikation. Joan gewinnt. Hat er gerade eh schon. Missplay. Ich muss nochmal alle Länder rausnehmen. Warte mal. Joan ist uns auf die letzte Rare.
Ach, die lag auf dem Friedhof. Ich glaube, du hast es doch schon mal gesehen. Und meinst du die Dienerinnen? Das sind Dienerinnen. Dienerinnen, die Dienerinnen. Ich weiß gar nicht mehr, was für Rares ich in meinem Deck drin habe. Vielleicht habe ich sogar nur die zwei. Gibt es eigentlich Dienerinnen, die den Dienerinnen dienen? Bestimmt. Gruselig. Oder? Bestimmt so eine Dienerin. Gibt es Dienerinnen, die Dienerinnen dienen? Und die dienen dann der Prinzessin? Oder gibt es Dienerinnen, die Dienerinnen dienen? Willst du das so aufnehmen? Ich möchte anfangen. Und ja, ich hebe jetzt ab. Meine Dienerinnen haben mich verwirrt. Oh, kleiner. Ich wusste gar nicht, dass du eine Gitarre bist. Ich halte. Dinnerdienerinnen. I'm watching you. Sheesh, 1-0. Jo, die Astronaut hat auch wieder gut lange gedauert. Dann mach mal hinne. Bin ich dran? Hm? Zieh ich eine Karte, spiel die sich entfaltende Wildnis, opfer die sich entfaltende Wildnis, suche mir eines, ein Startland raus und das ist ein Gebirge. Warte, das sich entfaltende Wildnis kommt nicht immer wieder in meine Bibliothek. Tschüss ran. Immer wenn Druin gewinnt, ist er selbst verliebt. Das ist normal so. Ja. So. Of course. Ich spiele wieder den Sprengelwächterlehrling 1-2 mit Training und wenn er stirbt, lege ich seine Marken auf eine Kreatur meiner Wahl, die ich kontrolliere. Dann gebe ich ab. Noch. Dann zieh ich. Okay, ich spiele einen Wald. Sheesh, du bist dran. Sheesh. Ja, Jenna, du bist einfach der bessere Spieler. Richtig an. Dann spiele ich eine streitlustige Besucherin. 3-2 Trampelschaden und wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge ich einen Blutspielstein. Lol, die ist ja voll gut. Dann gebe ich ab. Für deine Mana. Strong. Ziehe, spiel ein Gebirge, spiel für 3 Mana die Blütenweberin. 2-3 Tampen erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe. Tagaktiv, nachtaktiv ist sie dann 3-4 und macht dann 2 Mana einer beliebigen Farbe. Du bist dran. Mhm. Jo. Dann. Schieße ich damit aufscheuern mal 3 Schaden und greife dich an und meine Kreatur trainiert. 5. Ja, und ich bekomme einen Blutspielstein. Bin ich dran? Warte auf mich. Ja, ja, dann bist du dran. Schneller. Mhm. Wie ich sehe, siehst du nur 2 Farben. Ah, das ist nicht schlimm. Achso, okay. Mist. Was möchte ich spielen? Die ist... Die kann noch stärker werden gleich, ne? Mhm. Ich bin mal den Blitzwolf. 4-3 und für 2 Mana Alter. Erschlag bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit für eine Hexerei. Du bist dran. Mhm. Achso. Ende deines Zuges opfer ich noch den Blutspielstein. Werf den Wolf ab. Zieh dafür die Karte. Da fehlt dir das grüne Mana. Psch, überhaupt nicht. Noch. Oh, der sieht süß aus.
Ich greife dich an. Weißt du, wer auch heißt? Bold. Kitschung. Blockig. Okay. Dann kriegst du noch 3 Schaden. Sie stirbt und ich darf ihre Marken auf eine Kreatur meiner Wahl gegen dich kontrollieren. Oha. Lol. Die Besucherin dann für 2 kommt bei mir noch ein. Ach, ich krieg noch einen Blutspielstein. Ich spiele den runengebundenen Wolf. 2/2 für 4 Mana und Tappen, sagt er, fügt einem Gegner meiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie ich Wölfe und Werwölfe kontrolliere. Und dann für 1 kommt noch ein unheiliger Offiziant, 1/2 mit Wachsamkeit und für 5 Mana erhält er +1/+1. Digga, was kannst du eigentlich mit 3 Mana machen? Was willst du da eigentlich? Ja, sorry, ey, ich zieh keine Rinder, also lass mich mal. Gerade zu viele, jetzt gar keine. Woo. Julian, wie wär's damit? Du gibst mir 2 Wälder ab. Aber die gar keine Länder sind aber zu viele. Also. Ich habe ängstliche Dorfbewohner. Die sind 2/3 bedrohlich. Tagaktiv. Mhm. Und dann bist du auch wieder dran. Perfekt. Das ist kein grünes Mana. Ist es nicht? Nee. Oh. Meine Besucherin greift dich an. Ich blocke deine Besucher an. Hm. Und pumpe. Mit der gewaltigen Macht. +2/+2. Wir sind beide drauf, ne? Jo. Wenn es so sein soll. Und dann kommt bei mir noch ein Retter von Ollenbock. 1/2 mit Training. Immer wenn er trainiert, schicke ich bis zu einer anderen Kreatur meiner Wahl aus dem Spiel oder aus einem Friedhof ins Exil. Und wenn er das Spiel verlässt, bringe ich die von ihm ins Exil geschickten Karten unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Das heißt, ich könnte auch Kreaturen aus dem Friedhof wegschicken und wenn er stirbt, kommen die aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Deum! Der ist gerade mal. Deswegen ist er ja so gut. Boah, das macht er! Okay, cool. Ich habe das gerade erst realisiert. Bitte schön. Bitte schön, ja. Ah. Interessant, interessant. Lost Journal. Ich bin ein Wald. Ja, Angeber hier. Aha! Okay. Hast du eine Kreatur, die stärker hast? Ja, hast du. Ja. Dann spiele ich tatsächlich. Ja, für 4 Mana die Heulerrudel Flötenspielerin 2/2. Dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Für 2 Mana und Tappen kann ich eine Kreaturkarte aus meiner Hand ins Spiel bringen. Falls es ein Wolf oder Werwolf ist, kann ich sie wieder enttappen. Das kann man nur wie eine X-Reihe machen. Auf der Rückseite ist sie 4/4. Und wenn sie dann zu dieser Kreatur transformiert, nämlich zur Wildnisheulerin, kann ich mir die obersten 6 Karten in meiner Bibliothek anschauen, davon eine Kreaturkarte auf dem Vorzeigen auf die Hand nehmen und lege den Rest in der Reihenfolge unter meine Bibliothek. 4/4. Da musst du rein. Ich opfer mal meinen Blutspielstein. Jo. Strong. Dann greife ich dich mal mit beiden an und mein Retter trainiert und ich schicke mir die Besucherin Sexil. Mhm. Bin ich dran? Mhm. Wird es Nacht in meinem Zug? 4/4. Ich gucke mir, du hast 6 Karten an. 1/2/3/4/5/6.
Nimm ich mal die ängstlichen Dorfbewohner. Das scheint ja gute Karten gewesen zu sein. Ja, total. Ja, und dann spiele ich die auch mal aus. Sind dann die angsteinflößenden, der angsteinflößende Werwolf 4-3 bedrohlich. Und dann bist du dran. Bitte, 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 bitte. Länder! Ah. Mhm. Ist nicht gut. Ich lege meine Marke auf den Offiziant. Jenna ist am Verzweifeln. Okay. Ja, Jenna zieht kein grünes Mana. Bin ich dran? Mhm. Ziehe ich eine Karte. Dann spiele ich mal für 4 Mana den Aufstand in Stenzen. Boom. Zu Beginn meines Endsegments erzeuge ich einen 1-1 roten Menschen. Falls ich dann 13 bleibende Karten kontrolliere, kann ich ihn opfern und einem Ziel für 7 Schadenspunkte schießen. Dann gehe ich auch in mein Segment. Zack. 10. Oh, habe ich erst den Segen der Stadt? Okay, dann bist du dran. Mehr Länder. Ja, Jenna, komm, ich fühle mich genauso wie du, okay? Du kannst wenigstens noch pumpen, bin ich dran? Ja, ja toll, es ist der 3-4. 10er Karte. Ja, wenigstens etwas. Hier, guck mal, zack. Spiel ich den aufsteigenden Rudelführer. Ich finde das gar nicht toll. 2-1. Und wenn er ins Spiel kommt, kommt er mit einer 1+1 Marke ins Spiel, falls ich eine bleibende Karte mit Mana-Betrag von 4 oder mehr kontrolliere. Das ist die Heulerin. Und immer wenn ich einen Zauberspruch mit meinem Betrag 4 oder mehr wirke, lege ich eine 1+1 Mark auf ihn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich könnte ihn jetzt opfern. Wenn ich ihn jetzt opfer. Warte. Hast du die Verzauberung oder was? Ja. Wenn ich die Verzauberung opfer, dann könnte ich nur ja, nicht so viel mitnehmen. Ich glaube, da halte ich, glaube ich. Ein Ziel, ne? Ja. Deswegen halte ich, glaube ich, auch lieber noch die Verzauberung. Mhm. Ja. Du bist dran. Schieß. Okay. Ich ziehe nur grüne Karten. Ist hier eine Karte? Ja, ich ziehe kein schwarzes Mana, you know. Ja. 7 Mana auch. Aber ich habe jetzt was anderes Schönes gezogen. Nämlich für 4 Mana. Kind des Rudels. 4 Mana erstmal, kommt hier eine Marke drauf auf den Rudelführer. Für 4 Mana erzeugt sie einen 2-2 grünen Wolf-Kreaturenspielschein, kommt aber andersrum ins Spiel, nämlich als wildes Rudelmitglied. Trampelschaden 5-5 und andere Kreaturen, die du konntest, erhalten +1/+0. Also der macht, der ist jetzt 5-4, 5-3, 5-3, 2-2, 2-2. 2-1. Ja, meine ich ja, 2-1. Voll toll. Hör auf. Angriff. 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 Ein Mensch greift auch noch an. Ich habe noch eine Handkarte. Der bedroht mich. Warte. Ja. Ich glaube nur so.
Okay, dann stirbt hier mal ein 1-1 Mensch, ne? Mhm. Bei dir, deiner stirbt nicht. Und hier sterben beide. Mhm. Dann kriegst du noch 10. Jetzt sieht dir der Aufstand in Stenzen doch schon deutlich besser aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann sage ich auch mal, dass ich ihn opfer und dir 7 Schaden schieße. Warum? Weil es kann. Ich verstehe das nicht. Dann bist du dran. So, pass auf, jetzt grünes Banner. Nah dran, nah dran. Ja? Theoretisch ist es grünes Mana. Nur es ist getapptes grünes Mana. Na, es wird nicht nochmal spannend. Es wird nicht nochmal spannend. Ja, der Kommentar lügt. Ich habe 3 Kreaturen, sehr 2 Kreaturen. Weiß nicht, kann ich alles blocken? Ja. Haben meine Kreaturen, sind sie stark und haben bedrohlich und Trampelschaden? Ja. Hat sie 3 Lebenspunkte? Ja. Ich gebe ab. Gibt sie ab? Ja. Bin ich am Zug? Ja. Ziehe ich eine Karte? Ja. Spiele ich einen Sumpf? Ja. Wieso ziehen wir das beide erst jetzt als Mana? Ach stimmt, gute Frage. Ja, keine Ahnung. Weil wir es können. Ui. Was macht der nochmal? Ja. Ja, okay. Dann greife ich mal mit allen an. Ja. 5-5, 5-3, 5-4, 2-1, 2-1. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ja, bist du tot? Ja, nur grüner Kampf. Haha, mit diesem Mana hätte ich jetzt auch noch den verzweifelten Bauer spielen können. 2-2 Lebensverknüpfung. Wenn eine Kreatur stirbt, den habe ich noch gar nicht gespielt, dann wird er zum verdorbenen Ernter und ist dann 4-3 mit Lebensverknüpfung. Toll. Ja, da habe ich dann 2-0 weggehauen. Ah, ne? Wir sind jetzt auch schon ziemlich gut über Zauf. Wir machen jetzt nicht noch eine Revanche. Wir belassen es jetzt einfach bei diesem 2-0. Und wow. Würde ich mal sagen, Prediction lösen wir gleich erst auf. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Mhm. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim dritten Duell, Jenna gegen Micha. Bis dann. Tschüss.